Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Final Fantasy 7 Rebirth. Immer noch auf unsere Tour durch Yunnan. Und ja, was machen wir heute? Das Einzige, was uns eigentlich noch so fehlt, so unten links, ist die Protosubstanz-Quest. Und die, ich würde sagen, die machen wir heute, ne? Fällt vor schon angespültes Schiffswrack. Ich nehme an, das ist irgendwie in Verbindung mit irgendeiner Quest oder so eine längere, so wie mit den Banditen letztens, ne? Mal gucken. Und ja, ich habe noch nicht die ganzen Kampfberichte und so was alles gemacht, ne? Müssen wir auch noch ein paar Mal machen, ne? Um alle Belohnungen zu bekommen. Ich weiß gar nicht, ob man da Belohnung kriegt oder so. Aber kann ja nicht schaden, die alle mal zu machen, ne? Und ja. Ja, dann tackeln wir mal das, ne? Und dann haben wir eigentlich noch die VR-Mission übrig und dann sind wir eigentlich schon fertig in Yunnan, ne? So schnell kann es gehen. Einige Sachen werde ich wieder offscreen machen, wie hier die Quest mit der mit dem Froschen. Ich glaube, da musste man irgendwo, ne, irgendwo konnte man noch hochklettern, glaube ich, ne? Wir sind ja schon mal da oben hingegangen letztens, aber ja, habe ich mir gesagt, nee, warten wir mal. Und ja, ich meinte, hier konnte man irgendwo hochklettern, aber auf der anderen Seite, ne, ihr seid. Gehen wir mal da hoch und gucken, was da ist. Ja, also keine Ahnung, diese Kampfberichte und den Kampf. Wir haben ja den Seelenschinder freigeschaltet zum Bekämpfen, aber ich glaube, der ist noch ein Level über uns. Da würde ich noch gerne vorbereitet sein. Ne? Ich nehme jetzt mal, die Protosubstanz-Quest ist jetzt nicht so schwierig, ne? Im Vergleich zu dem Boss, ne? Der Quetzalcoatl, ne? Der letzte Boss, Regionsboss oder irgendwie so, wie man noch nennen könnte. Er hat das ganz schön in sich, deswegen gucken wir mal. So, ich soll das Gebiet doch mal erkunden, da kann ich machen. So, ich glaube, bisher haben wir gespielt, ne? Und dann habe ich mir gedacht, so, ne, weiter geht's nicht. Weil ich nicht weiß, wie lange das hier dauert, ne? So, warte mal hier. Oh. Nanu, Anomalie verzeichnet. Was für ein seltsames Signal. Da ist ein Fort Condor-Brett. Entschuldigung, ich brauche eine Sekunde. Oder? Fort Condor, hm? Da werden Erinnerungen wach. Haben es für die taktische Ausbildung benutzt. Rich und die anderen waren genau wie halt Midgar ganz verrückt danach. Manchmal habe ich... Erhöhte Werte? Tifa, tu das nicht! Wow. Spielen wir Fort Condor. Wir sind ja in Fort Condor. Ja, dann besuchen wir ja gar nicht. Was so? Was so? Was ist denn das hier für ein Trip? Ich glaub's nicht. Guckt uns doch mal an. Wir sind zurück 1997. Das wird ja immer besser. Ja, so sahen die mal, so sahen die früher aus, ne? Die Grafik. Jetzt liegt es an euch. Nein! Verstärkung! Gut, dass ihr da seid. Shinras Truppen haben uns fast vollständig überrannt. Bitte, okay. Ihr seid unsere einzige Hoffnung. Hä? Hey, hey. Uns bleibt keine Zeit. Ich erkläre euch den Plan unterwegs. Folgt mir, aber zackig. Was mit Red und Aeris? Oh ja, das ist sogar wie. Wundersame Kraft des Protosubstanz hat dich durch die Welt von Fort Condor abgesaugt. Cloud und Barrett, geil. Okay, Fort Condor weiß ich noch so ungefähr, ne? Ist ja nicht so lange her. Ich nehme an, hat sich jetzt nichts geändert, so, ne? Stützpunkt. Aufstellung ändern kann ich nicht. Tiefer habe ich irgendwie nicht hier. Heldeneinheiten. Oh, oh, tiefer. Machen wir so. Cool. Schwierigkeitsgrad einfach. Okay. Nein. Also das ist kein Haken. Also nein.
So, warte mal. Ach ja, da war ja. Ich tue mir immer so ein Pokémon. Das Spiel kam ja auch im Yuffie DLC vor und ich nehme an, ich habe das noch so drinnen. Ne? Stürmer, Schütze, Verteidiger, Elite, das sind andere Sachen. Also das ist Schere, Schein und Papier, ne? Wie die sich schlagen können. Blau ist effektiv gegen Rot, Rot ist effektiv gegen Grün. Ne? Ich stelle mir halt immer so wie ein Pokémon vor. Ne? Okay, los geht's. Ich gehe mal hier einfach rein. Oh, dachte, das sieht ein bisschen anders aus. Um Einheiten aufzustellen, musst du dir eine Position auf dem Schlachtfeld zu lernen, X bestätigen. Ja, ja, genau so ist das. Ja, guck mal. Fällt mir gerade auf, wir sind ja gar nicht mehr. Kann man Fort Condo gar nicht hier betreten in dem Spiel? Ja, du bist rot, das heißt, ich brauche blau. Ich hätte gern einen Elite-Verteidiger dann. Bewegst du dich? Ja. Ach, da unten, ach, da rechts sieht man, welche Einheiten als nächstes kommen. Oh, das ist cool gemacht. Ein Elite-Stürmer, bitte. Cool, dann sieht man halt immer, wer alles da kommt. Das ist noch nicht schlecht. Da kommen einige blaue Einheiten. Also packen wir mal grün ein, ne? So, ich nehme mal einen Heiler. Kann ich dich dann hochheilen, ja? Mach mal versuchen. Heilen, heilen. Jawohl. Ja, bringt aber nicht so viel, leider. So, ich sehe gerade, Cloud und Barrett haben irgendwie so einen Balken. Aber müssen wir jetzt hier die ganze Zeit Fort Condor anspielen? Sehr geil. So, dann packe ich noch mal einen Heiler. Okay. Ich sehe aber gerade, die tun dann nicht wechseln, die Charaktere, ne? Die rotieren immer irgendwie so. Im Yuffie DLC sind die immer so am Rotieren gewesen. Aber hier scheint halt nicht der Fall zu sein. So, ich brauche grüne Elite-Schütze. Ah, ich habe gerade einen Schütze platziert und ich habe dementsprechend dann für Barrett hier Dingens bekommen. Ich habe dann für Barrett hier Punkte bekommen. Oder halt eine grüne Einheit ist oder so. Aber das war also genauso vor ab wie im DLC eigentlich. Oh man. Wir machen die beiden Türme kaputt. Oh Mann. Okay, wir waren nicht kaputt. Du hast meinen Heiler aus dem Weg geräumt, du Stück. Na, komm mal her. Direkt ins Gesicht. Oh nein. Oh, jetzt schon alle anliegenden heilen. Sehr cool. Ja, fällt mir ja gerade auf. Wir werden dann irgendwie gar nicht Fort Condo hier besuchen. Weil Fort Condo ist ja auch in Yunnan. Schade. Stürmer, sehr gut. Bonk. Okay, hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass wir Fort Condor spielen wieder. Ich dachte, da wäre nur ein DLC-Ding. Oh, nice. Geschafft! Der Sieg ist unser. Ohne euch wäre uns das nicht geglückt. Habt Dank. Oberst und ihr tapferen Menschen. Das Gilgamesh. Der nächste Kampf steht uns bereits in Kürze bevor. Die Kerle greifen ganz sicher wieder an. Ich bitte euch. Er wäre Arme. Auch das noch. Oh Mann, Leute. Die gehört uns. Was muss ich da sehen? Ja, was denn? Das wüsste ich selbst zu gern, wenn ich mich doch nur erinnern würde. Doch, es gehört mir. Hey, hier geblieben. Erobert! Der Dauden. Panzerschwert auf dem Rücken. Sehr cool. Spielen Fort Condor anscheinend. Dieser Quest. Was war denn das? Sehr cool. Wir waren im Spiel, oder? Das ist so ein Quatsch! Würde ich gern sagen, aber. Schade, wenn du mir jetzt sagst, die Protosubstanz ist weg. Vergleichbares. Welches Phänomen
Chadley, konzentrier dich. Sag uns lieber, was wir jetzt tun sollen. Rip. Die Substanz haben sich nämlich diese Hampelmänner gekrallt. Ach, richtig. Die Protosubstanz. Das Signal ist zwar schwach, aber ich kann sie orten. Das könnte bedeuten, dass der Zugang zu Fort Condor erneut geöffnet wurde. Oh. Seht am besten gleich mal nach. Können wir Fort Condor betreten? Glaube ich nicht. Experte für Weltberichte. Oh. Weiß nicht, wofür ich das bekommen habe, aber okay. Immer so und so viele Punkte. So, wo ist Fort Condor eigentlich auf der Karte? Er ist ja nicht hier, ne? Und storymäßig kommen wir eigentlich auch gar nicht mehr da vorbei, ne? Also. Wo ist Fort Condor hier? Das ist der Leuchtturm, ne? Da ist Fort Condor. Aber da kommen wir storymäßig gar nicht hin, ne? Das ist die Sache. Naja, theoretisch muss man in der Story irgendwann dahin. Irgendwann muss man in der Story zwangsmäßig dahin, ne? Aber zu den Zeit im Original kommt man an Fort Condor. Oh ja. Oh ja, ich hab's auch gespielt. Ist es leicht zu lernen? Für dich bestimmt. Du könntest doch mal gegen mich spielen. Was meinst du, Red? Mit dem größten Vergnügen. Toll. Ich freue mich jetzt schon darauf. Wie du kneifst. Mich fragt ja keiner, aber ich denke, wir haben echt Wichtigeres zu tun. Möchte auch klettern. Ah, finde ich gut, dass das Spiel wieder zurück ist. Also ja, im Original war es so, ne? Im Original musste man natürlich auch nach Yunnan, ne? Nachdem man hier durch den Sumpf gegangen ist mit dem Midgar Solom, ne? Da musste man nach Yunnan, ne? Und die ganze Sache mit Priscilla ist da auch passiert. Nur anstatt Yuffie zu retten, war halt Priscilla, ne? Die mit dem Delfin, das Mädchen. Und ja. Fort Condor war auf dem Weg von Yunnan, aber so abseits des Weges ein bisschen. Und den Ort konnte man besuchen, um so ein Minispiel zu spielen. Und da muss man dann auch mehr oder weniger so ein bisschen wie hier das Minispiel. Ne? Man muss ja halt so, man muss irgendwie so ein bisschen Geld da irgendwie investieren, weil die werden irgendwie an dem Fort die ganze Zeit von Shinra angegriffen. Und da muss man dieses Minispiel spielen, wo man irgendwie Einheiten kaufen muss und platzieren muss. Also da marschieren dann immer so Shinra-Soldaten so den Berg hoch, man muss dann immer so Einheiten da so platzieren und so, ne? Und die dann aufhalten. Na, der läuft eigentlich sehr relativ ähnlich wie das Minispiel ja ab, ne? Und ja, damit kann man sich halt befassen. Ich weiß gar nicht, was es irgendwie bringt, wenn man sich das so früh wie möglich da alles macht. Ich weiß gar nicht, ob man da irgendwie bestimmte Level oder so machen kann. Ich weiß da gar nicht mehr so genau. Aber ich glaube, da kann man eigentlich nichts so bekommen. Bis auf ein paar Belohnungen, Materie, nehme ich mal an. Substanzen hießen die ja damals. Und ja, damit kann man sich halt befassen, muss man aber nicht. Also halt, Fort Condor ist komplett optional zu diesem Zeitpunkt, ne? Und man kann da einfach vorbeigehen und direkt nach Yunnan gehen, ohne jemals Fuß in Fort Condor reinzusetzen. Aber dann irgendwann sehr viel später muss man dann mal nach Fort Condor. Oh, guck mal, hier sieht man die Yunnan ja richtig gut. Da ist die Kanone, da ist das. Ah, oh, ich kenne dieses Schiff, das ist die Highwind. Das ist die Highwind, ne? Die war ja da irgendwie, ne? Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht mehr genau wieso die die Highwind haben, aber. Ja. Also ja, ich nehme an, Fort Condor sparen die sich dann irgendwie für die nächsten Teile dann auf, ne? Wenn irgendwann der nächste Teil kommt, dann muss man dann irgendwann mal nach Fort Condor hingehen, ne? Ich nehme an, die sparen sich dann halt Fort Condor deswegen dafür auf, ne? Dass man dann irgendwann in den nächsten Teilen irgendwann dahin gehen. Wo muss ich überhaupt hin? Ich muss da in die Mitte, ne? Kann ich mich dahin teleportieren? Ne. Kann ich mich hier teleportieren? Ja. Und ja, später im Original musste man zwangsläufig nach Fort Condor. Und ich nehme an, das sparen die sich hier sozusagen auf, ne? Dass man dann irgendwann
im dritten oder vierten Teil oder wie viele Teile auch immer noch hier kommen, ne? Ich nehme an, die sparen sich halt diesen Besuch dann auf, ne? Dass man dann irgendwann später dahin gehen muss, ne? Wo man halt zwangsläufig nach Fort Condor gehen muss, ne? Was ja eigentlich Sinn macht, ne? Weil was sollen die in Fort Condor jetzt storymäßig erzählen? Da ist eigentlich nichts passiert, storymäßig. Und ja. Aber ein bisschen schade, ne? Also ich rechne nicht, dass wir nach Fort Condor gehen, ne? In diesem Spiel. Es ist sehr offensichtlich, dass wir nach Yunnan gehen müssen, ne? Wie sich gehört. Und dann ja von da aus weiter zur nächsten Region. Aber wenigstens wird es hier so ein bisschen so angedeutet, ne? Das Minispiel gibt es hier wieder, das ist richtig lustig. Die Grafik sieht echt aus wie wie das Original. Die Charaktere. Aber willst du das wissen? Ich hole euch da raus. Jetzt hast du auf einmal Antworten, ne? So, lass mich mal unter Synthese gucken. Ich glaube, wir haben aber nichts mehr, was wir hier herstellen können, ne? Mit unseren jetzigen Level und Sachen. Ich habe schon alles hergestellt, was man herstellen kann, ne? Ja, Barmherzigkeit des Planeten. Ja. Psycho-Amulett, Gedankenschinder-Krone, das könnten wir herstellen. Ich kann auch mal gegen den Quetzalcoatl kämpfen. Vielleicht kriege ich dann hier das hier mal hergestellt, ne? Zinkerz. Aber ansonsten haben wir ja alles, ne? Na gut. Na gut, dann noch mal eine Runde Fort Condor, nehme ich an, ne? Die Welt von Fort Condor betreten. Schlimm finde ich es gar nicht. Jetzt komm ich! Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Gilgamesch. Ich weiß nicht, was es hier mit Gilgamesch in diesen Protosubstanzen-Quizzen auf sich hat, aber ich will meinen Schatz zurück. Das ist ganz sicher er. Das Ding da kommt aus unserer Welt. Das gehört dir nicht. Ach, Papalapap. Die Details können wir später klären. Ich muss sowas von gegen den Kämpfen am Ende, ne? Dieser Quest jedenfalls. Und wahrscheinlich im Spiel, ne? Irgendwann. Das gestohlene Gut von den Shinra-Truppen zurückzuerobern. Unser Oberst hat einen kühnen Plan. Jedoch allein wird er mit Sicherheit scheitern. Ich bin wow, euch. Was für ein Vertrauen. Stichwort. Okay. So, ich kann mein Deck aber irgendwie nicht irgendwie ändern anscheinend. Ne? Heldeneinheiten bearbeiten. Ja, einfach nur mit L1, ne? Aufstellung ändern. Ah doch, hier, guck mal. Ausbalanciert, offensiv, defensiv. Verteidigung von Stützpunkten, ne? Na, gehen wir auf offensiv mal, ne? Steinschleuder. Komm mal rein. So, und jetzt sehe ich ja immer, was hier ist. Ne? Da ist ein roter. Das heißt, ich brauche einen Verteidiger. Kann er eigentlich da nicht schaden, einen Heiler dazu haben, ne? So, scheint nur auf der rechten Seite was zu kommen im Moment. So. Dann packe ich auf die Seite noch einen Schützen hin, ne? Oder? Da kommt ein Elite Stürmer. Na komm. So, er scheint ja alle wieder zu heilen, ne? Was zum? Entschuldige, was?
Warum so schnell kaputt? Ich weiß, da sind noch andere Leute da, aber was war hier Steinschleuder? Ja, man war mir so. Oh wow. So, was haben wir da alles? Alles. Die Stürmer. Aber hier. Treffe ich irgendwas? Nö. Ach man. Was ist denn hier auf einmal los, Mann? Ich nehme an, lieber gehen gleich hier schon kaputt. Ich brauche hier ein Elite-Schütze, wenn es geht. Perfekt. Da kommen noch blaue. Nee, da kommt ein neutraler. Neutrale, die sind neu. Okay, was ist mit der Schwierigkeit gerade auf einmal? So, ihr schafft den. So, also was? Mein Turm wird das schon schaffen, ne? Nö. So, hier macht aber mal ein Elite-Schütze. Nur eine Einheit in der gleichen Rolle wie die Einheit, ja, habe ich schon gemerkt. Kann ich es einfach platzieren? Ah, zu Helden-Einheiten wechseln kann ich einfach. Ja, mach den kaputt. Warum gehst du denn zurück, Mann? So, dann gehen wir mal hier. Kostet sie irgendwas? Für nach ihren Platzierung auf dem Schlachtfeld eine Spezialfähigkeit aus. Oh. Ja, das sagst du mir jetzt erst. Danke. So, sie will ich wahrscheinlich geheilt haben die ganze Zeit, ne? Was sagt er mir, nachdem ich die platziert habe, hat ihn ein Ding sein. Das ist sehr cool. Warte mal da, wir brauchen Grüne. Ich warte mal auf einen, ich kann keine Elite-Schütze. Was zum Leute? Ah, ich habe gar keine mehr übrig. Ja, super. Mein Gott. Was ist die Schwierigkeit gerade auf einmal so hochgegangen, ey? In der feindlichen Truppe nicht innerhalb der Zeit und beginnt, gilt der Kampf als verloren. Ja, super. Ich bin noch nicht mal annähernd da dran gekommen bisher. Oh, Schütze. Oh man. So. Ich glaube, wir kommen jetzt aber daran. Oh man. Oh, ich habe auch nicht mehr genug Heiler, sehe ich gerade. Okay, gehen wir da durch, Mann. Mach den kaputt. Kommen da noch Gegner? Ich glaube, da kommen gar keine Gegner mehr. Oh, danke, du hast den da gehalten. Mehr Schützen. Kommen wir da durch? Ich glaube nicht, ne? Mehr Schützen. Ich glaube, da kommen gar keine Gegner mehr, sich gerade. Mehr Schützen. Mehr Schützen. Ja, noch 20 Sekunden. Oh, geht doch nicht da. Geh auf den los. Habe ich da noch schaffe in 15 Sekunden? Oh, komm, 8 Sekunden. Komm, alle auf den. Nein, das reicht nicht. Ah. Ah, verdammt. Mein Gott, wie die Schwierigkeit gerade auf einmal so hoch gegangen ist. So, dann versuchen wir mal wieder mit dem Ausbalancierten, weil da habe ich von jedem so eine Elite-Dingens. So, irgendwie habe ich gar keine blauen platziert. Also nehmen wir mal Barrett und Tifa. Ne? Irgendwie habe ich gar keine blauen platziert und Cloud hier zu rufen, ne? Ich nehme an, da muss ich auch noch so ein bisschen drauf arbeiten. Ach, guck mal, da rechts sieht man sogar. Mhm. Warum bist du letztens so schnell gestorben? Da. So, bitte war ich jetzt nicht so schnell. Es geht. Ich glaube, da ist, weil er ja von dem Schützen angegriffen worden ist, ne? Okay, nicht so nah ran, ey. Dann wirst du wieder getroffen. Pass auf. So, auf der linken Seite kommt, glaube ich, eine ganze Weile die Wand, ne? Soll ich mal da hinrennen? Ne, ich muss mich erstmal um die Gegner hier alle kümmern, ne?
So, da sind wieder andere Leute. Da sind Feuer. Ich habe keine Steinschleuder, stimmt. Jetzt kommen sie wieder und machen sie alle platt hier. Nein. Hör auf, die zu ignorieren. Okay, renn einfach zu den Löhnen, ne? Mach das. Ja, mach den fertig. Alter, wie viel Schaden macht der? Wollte schon sagen. Ich brauche rote. Noch mein Heiler ist überraschenderweise noch am Leben. So, hier muss ich einen Elite-Schütze packen. Am besten ein Heiler. Ach man, jetzt gehen sie ja alle drauf. So, ich glaube, wenn ich Cloud und wenn ich Barrett und Tifa hier platziere, dieses Mal, wäre, glaube ich, ein bisschen einfacher, ne? Ich mag es nicht, wie weit mein Heiler hier ist. Okay, der geht nach links, ausgezeichnet. So, du bist blau, ne? Ja. Aber meine Heiler sind viel zu nah. So, diesmal warte ich bis. Bist du hier? So. Diesmal kriegen wir aber davon. Jawohl. Meine Güte. So, jetzt mal, was ich jetzt mache, ist, ich platziere jetzt einfach alles Schützen, damit ich hier Barrett noch bekomme. So, guck mal, wie das jetzt hier läuft. Dann platziere ich Barrett ein, falls ich das kann. Ausgezeichnet. Ja, guck mal. Ja, perfekt, grün. Tifa ist auch noch am Leben. Ja, diesmal schaffen wir. Jetzt, wo ich weiß, wie die Helden funktionieren, ne? Fand ich ja voll kackfrech, ne? Ich platziere meinen Helden. Oh, übrigens, wenn du einen Helden platzierst, dann bekommst du das. Ich so, danke. Oh ja, jetzt muss ich mir nur noch meinen Schatz zurückholen. Zum Angriff! Das ist aber nicht dein Schatz, Mann. Nicht so schnell, Freundchen. Blip. So ein Tölpel. Wir müssen sowas von gegen Gilgamesh kämpfen. Nein, was passiert hier? Ich fühle mich gerade, als würde ich hier Lego Star Wars wieder spielen, ne? Also gleiche Atmosphäre irgendwie. Okay. Fort Condor. Blöck. Ja, Chatley, wir wissen's. Willkommen zurück, Freunde. Unser Ziel habt ihr nicht erreicht, oder? Leider nicht. Auch ich bin so schlau wie zuvor. Es gab zu viele Interferenzen. Eine große Kraft scheint hier am Werk zu sein. Eine Kraft, die alles übertrifft, was wir kennen. Sag mal, der Oberst meinte doch, die Protosubstanz wäre sein Schatz. Was könnte das bedeuten? Ich habe da mehrere Theorien, aber um sie zu verifizieren, brauche ich weitere Daten. Zumindest weiß ich, wo wir suchen müssen. Auf zur nächsten Position. Na dann mal los. Hat gesagt, noch zwei Sachen fehlen mir. Wow. Dann mal zwei Sachen. Ist die Quest noch ein Ding? Ne, ist nur zwei, ne? Ja. Zwei Sachen fehlen mir. Ne, drei Sachen fehlen mir. Okay. Dann gehen wir mal hier hin. Ich wollte sowieso mal gucken, ob man hier irgendwie so lang kann. Ich will noch nicht meine Erkundungstour hier starten, aber ich wollte mal gucken. Sah nämlich so aus, als könnte man da irgendwo nach rechts. Ja, mal nach rechts geht. Aber ich glaube nicht. Ne. Ich habe gedacht, wir würden hier noch so ein bisschen. What's up? Dafür würden ja nur so ein bisschen leveln, aber von diesen ganzen Quests hier kriege ich gar keine Erfahrungspunkte. Also meine Charaktere kriegen Gruppen Erfahrungspunkte, aber ich brauche so Erfahrungspunkte. Ich habe so gesehen, jeder Charakter braucht nur noch bis auf Aris irgendwie 5 Punkte, dann können die hier
hier so einen weiteren Waffenskill reinpacken, ne? Hier, die haben ja alle so 65 von 70 Waffenpunkte, ne? Das heißt, sie können dann hier so ein zweites Ding hier so eins reinpacken, ne? Aris hat ja schon mehr Waffenpunkte. Ich weiß gar nicht mal, wofür sie bekommen hat. Ich nehme an, durch irgendeine Quest irgendwann mal, ne? Aber ja. Zugang zur Spielwelt gesichtet. Also, es wird Zeit, dass na gut, wenn jeder hier seine Waffenpunkte erhöhen kommt, bekommt. Aber warte mal. Ich dachte, es geht vorrangig um die Protosubstanz. Oh, aber natürlich. Entschuldigt, das hatte ich ganz vergessen. Junge. Was hat er denn gesagt? Okay, bringen wir es schnell hinter uns, bevor unserem Schlaumeier hier noch verrücktere Sachen einfallen. Was hat er denn gesagt? Hab ich gar nicht drauf geachtet gerade. Ja. Ich habe gesagt, wir haben irgendwie bessere Chancen, wenn wir irgendwie unsere Waffenpunkte noch mal erhöhen, ne? Und so einen Waffeneffekt okay, bekommen für den Bosskampf. Hierher, meine Süßen. Ich warte schon ganz sehnsüchtig. Ich wusste es. Helft mir, meine Helden. Ihr seid meine letzte. Oh, wir sollen ihnen helfen. Stets darauf warten, dass jemand uns über das Spielfeld zieht. Bis zu dem Tag, als der Oberst kam. Er war es, der dafür gesorgt hat, dass wir uns nun völlig frei bewegen können. Jetzt können wir tun und lassen, was wir wollen. So viel Spaß hatten wir noch nie. Wir brauchen den Oberst. Ohne ihn sind wir willenlose Pixel. Und jetzt hat jemand einen Plan? Wenn wir die Protosubstanz haben wollen, müssen wir dem Oberst helfen. Anders geht's wohl nicht. Na. Sein berühmtes Schultern. Aus dem Original, wenn er so die Schultern mal so macht. So, jetzt haben wir mal vielleicht die Gigakanonenturm. Boah. Wenn man die Aufstellung so, ich sehe eine Menge rot und was haben wir hier? Sturmgarde, Granatwerfer. Also nehmen wir rot, nehmen wir blau, ne, brauchen wir und rot, ne, blau und grün, ne, gibt's gar nicht. Doch, Cloud und Belt. Und ja, die oder nicht? Ich, die fand ich eigentlich schon gut. Wir haben nicht mehr diese Kaserne, wo wir Gegner rein ausbauen können, ne? Schade. So. So, auf der rechten Seite kommt ein Neutraler. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Erstmal gucken, was hier auf der linken. Pff. Soll ich mich um den überhaupt kümmern? Ich weiß nicht. Ich gehe mal auf den roten. Tun wir erstmal einen roten da. Normal, ne? Der kommt hier ja ganz langsam ran. Ne? Ich glaube, mein Geschütz kann den schon irgendwie fertig machen. Aua! Kann ich schon von da aus treffen? Müssen wir so ein bisschen scouten hier, ne? So, blau, das heißt, wir brauchen. Warum bin ich. Kriegst du viel Schaden? Ich dachte, ich bin. Ne. Also, warte, ich warte einfach, bis der hier. Aber ich hab. Ich sollte mir. Stör mal wieder. Bis der uns erreicht, ne? Oh, weiß nicht, muss ich den. Ja, da kommen zwei blaue. Und dann, ich brauche zwei grüne. Und so, ich weiß nicht, solche mal so. Aber ich nehme mal an, meine Kondors hier werden den schon kaputt hauen, ne? Aua. Meine Heiler spare ich mir nur so auf. Boy, dieser blöde Geschützturm macht uns hier fertig die ganze Zeit. So, weißt du was? Hier, das kann ich machen. Okay, das hat auch geklappt. So, jetzt brauche ich einen Heiler, damit mir Brad nicht drauf geht.
So, dann packe ich hier. Ich pack mal hier. Nein, das ging nicht. Ein Schützen. Weiß nicht, warum meine Schützen hier so schnell drauf gehen. Also, weil ich keinen Heiler hier habe, ne? Ja, ist vielleicht eine Lösung. So, so viele Gegner sind hier nicht mehr. So, hier kommen nur rote. Da kommen hier. Ich muss sowieso blaue Einheiten platzieren wegen Cloud, ne? Ich habe, da kriegen wir jetzt hier. Ja. Jetzt wo ich das hier drauf habe, ne? Blau. Ja, ich glaube, wir haben es. Der tut keine, doch der tut auch Leute platzieren, was? So, und noch einen blauen. Und dann platzieren wir irgendwo gleich Cloud hin, ne? Mach ich das so? Trifft er alle? Aber oh, er macht sogar das Ding kaputt. Macht sogar an dem Ding Schaden, sehr cool. Ja, okay, die Helden sind schon ein bisschen broken, ne? Tun ja alles carryen, habe ich so Gefühl. Was gab das Ding aus? Wow. Ja, okay, mit den Helden ist das hier relativ einfach. Ich sag für. Mach das Ding fertig. Boah, alle weg. Jawohl. Okay, jetzt wenn man so ein bisschen um die Helden herum arbeitet, ne? Das ist halt ganz schön einfach. Oh, mein starker, mutiger Held! Stopp, sofort aufhören! Wenn du dich unbedingt erkenntlich zeigen willst, drück die Protosubstanz raus. Das könnte dir so passen, was? Vergiss es. Also, ich habe dich gerettet. Was? Der Schatz gehört einzig und alleine mir. Nicht in 1000 Jahren überlasse ich ihn euch. Oberst. Folgt mir, meine treuen Untergebenen. Jetzt, da wir den Schatz besitzen, kann uns nichts und niemand aufhalten. Gemeinsam werden wir ein mächtiges Reich erschaffen. Herr Oberst, warten Sie! Er kann aber fliegen. Dieser Drecksack, wenn ich den und seinen polygonalen Arsch erwische. Die ganze Sache hat also mit der Ankunft des Obersts begonnen. Die Spielfiguren schienen jedenfalls äußerst glücklich zu sein, sich endlich frei bewegen zu können. Das heißt, wenn wir den erledigen, dann werden wir wieder Spielfiguren. Auch ich werde nie vergessen, wie frei ich mich fühle, seit ich Hojo hinter mir gelassen habe. Der Oberst ist für die vermutlich das, was Cloud für mich ist. Eine Art Symbol für die Hoffnung. Mag ja sein, aber die Protosubstanz brauchen wir doch trotzdem. Ja, ich habe sie auch bereits lokalisiert. Gut, dann gehen wir. Na dann mal los. Alles klar. Ist immer eine Gruppe, hat 5 Erfahrungspunkte erhalten. Das ist immer so komisch, ne? Ich weiß, als Gruppenerfahrungspunkte, aber trotzdem auch da oben. Da sind wir schon mal gewesen, ne? Boah, zum Glück sind wir mal dahin gegangen. Jetzt können wir ja voll abkürzen. Da. Da. Hallo. Okay, alles klar. Ist genauso abgelaufen, wie ich mir halt vorgestellt habe. Wir müssen gegen den kämpfen. So, ne, ich muss wahrscheinlich hier wieder hochklettern irgendwo, ne? Okay, ja, da sehe ich schon. Ne, doch hier. Okay. Ja. Deswegen habe ich die Untertitel halt abgestellt, ne? Weil in den Untertitel hätte dann bestimmt irgendwie... Okay, da in den Untertitel hätte bestimmt der Oberst gestanden, ne? Aber wenn ich Pech habe, hätte er jetzt... Ich meine, ich habe den Namen schon verraten, wie der heißt. Gilgamesh, ne? Aber... Ich weiß nicht, ob einige Leute, die das Spiel hier irgendwie nicht kennen, zum ersten Mal irgendwie Final Fantasy spielen und die sich das hier sehen, ja, die wissen ja nicht, wer das ist, ne? Das ist, ist natürlich eine Überraschung für die Leute, ne? Für Leute, die das Spiel halt kennen, ne? Oder die Serie, für die ist das ganz offensichtlich Gilgamesh.
Also ein schönes Cameo irgendwie, ne? Also nicht Cameo, also Gilgamesh ist ja so ein kleines Maskottchen der Serie, der kommt in einigen Titeln vor. Final Fantasy 6 kam der, glaube ich, vor. Ja, da war der eine Beschwörung, ne? Final Fantasy 5 kam der zum ersten Mal vor. In der Game Advance Version von Final Fantasy 6 kam der vor, wenn ich mich irre. Also irgendwie dieses Kolosseum irgendwie. Dann in Final Fantasy 8 war der auch eine Gänsefüßchen Beschwörung. 9 weiß ich nicht mehr. 10 kam der, glaube ich, nicht vor. Nee. 12 konnte man wieder gegen den kämpfen. Weiß ja, dieses Mal. Wir haben doch noch gar nicht gegen den gekämpft. Schon wieder ein Kampf gegen den Oberst. Wir haben doch noch gar nicht gegen den gekämpft, Leute. Hallo? Das ist also das Reich des Obersts? Battle on the Big Bridge. Im Hintergrund. Suchte ich nach meinem Schatz ohne jede Rast. Sprengte die Grenzen der Welt, nur auf mich allein gestellt. War ein Haiku, ich glaube ja, ne? Das werden. Kommt nicht näher. Wir beschützen den Oberst. Wer ihm auf die Pelle rücken will, darf keine Gnade erwarten. Gut, wenn ihr unbedingt einen Kampf haben wollt, könnt ihr haben. So, Dämonenkönig. So viele neutrale Einheiten. Dann bleibe ich bei meinen neutralen Dingens, ne? Was hast du? Weibern, türkischer Stürmer. Türkischer Heiler. Okay. Ja, würde ich halt. Weiß nicht, soll ich Barrett oder Cloud, Barrett oder Tiefer? Mal Cloud und Barrett wieder. Cloud und Tiefer. Ich höre relativ viele Schützen und nehmen wir mal die Kombination, ne? Rot. Aber der tut direkt einen Teiler da platzieren, sehe ich gerade. So, wir fangen erstmal mit den kleinen Leuten hier an, ne? Mittlerweile weiß ich es ja, ne? Na, tun wir einen Heiler, lassen wir uns noch hier, tun wir noch aufbewahren, ne? Was zum, ich nehme an, der hat stärkere Einheiten, ne? So. Ist egal, da kann ich halt ein paar Punkte farmen, ne, für die Charaktere, ne? So, ach nee, ich muss den blauen platzieren. Falscher Charakter da eben platziert. So, den Heiler machen wir mal ganz schnell kaputt, ne, wenn es nicht dagegen hast. So, meine dicken Charaktere tue ich mir noch aufbewahren, ne? Ich tue jetzt erstmal nur Punkte hier für meine... Hey! Entschuldige, was? Wieso sind wir denn schon da? Alter. Ja, da haben wir ein Ding kaputt gemacht, Mann. So, na warte. Komm du ruhig näher. Ich habe hier was für dich. Schockschuss. Was, der hat auf das Ding geschossen und ich habe. Okay, Zeit durchzudrehen. Nein, geh weg von dem Viech. Wir haben noch zwei weiße Einheiten anscheinend. Irgendwie nicht. Irgendwie ist das gar nicht richtig hier, was da oben rechts steht. Wie gesagt, der hat nur. Ach nee, da kommt dann danach kommt noch ein. Nein, Barrett. War also was, komm her, noch tiefer. So, Barrett hat halt irgendwie auf das Ding geschossen automatisch, ne? Das hat es ja nicht so gebracht. So, ich brauche zwei Heiler hier, glaube ich. Rot, da brauche ich einen noch. Mann, wir müssen jetzt beide heilen, Leute. Ich weiß nicht, was dieses. Nein. Nein, tiefer.
Na, oh, es kommt noch so ein Dicker, ist klar. Na, oh, tiefer ist weg. Nein. Was war hier? Schau ich da? Da kommt keiner mehr, ne? Die Stürmer. Oh, kommen da so dicke Leute hier. Hörst du auf, die einfach zu ignorieren? Hey, jetzt kann ich da jemanden platzieren, Mann. Na, nimmst du die Finger weg von dem? Oh, jetzt muss ich da ja nur durchstürmen, ja. Ah, Giga möchte greifen uns aber auch an die ganze Zeit, ey. So, ach, der hat auch noch bestimmte Werte, ey. Boah. So, der ist eine grüne einer, also muss ich rot. So, ich darf jetzt nur noch rote Leute platzieren, dann schaffen wir das. So, mach den platt. So, ich habe den genau passend platziert. So, ist einfach nur durchrushen, ja. Anders geht nicht. Ha. Ich habe nur noch 8 Sekunden. Boah. Okay, dann versuchen wir nochmal. Mann. So, ich nehme mal Cloud und Tifa, weil die haben beide so. Wir haben beide so Flächenangriffe. Wir sind ein bisschen zu schnell gestorben, die Leute. Ja. So, ich brauche Blau. Letztens habe ich hier im Falschen platziert. Hm. So, und ich darf nicht zu nah an die rangehen erstmal. Alter, macht der Schaden. Verteidiger. Roter. Oh, ist auch perfekt eigentlich, ne? So, hörst du auf, wieder hier durchzurennen? Mein Gott. Wie kacke frech, ey. Wir haben sogar 2 Verteidiger und so platziert, ne? Der rennt einfach da durch. Warte, ich warte jetzt, bis die ganz dicken da kommen, ne? Und boah. Yeah. Und einer von der anderen Farbe, ne? Und dann bin ich schon weg. So, wann bin ich hier geheilt? Ich weiß es nicht. Ja. Ja, kaputt. Ja, kaputt. Ja, komm, schneller. Brauche ich nach links durch. Ja, ich habe den gerade erst platziert. Du sagst. Wann? Danke. Boah. Weiß nicht, ob ich sie platzieren soll. Die kommen eigentlich locker da durch, sehe ich gerade. Was war hier? So, jetzt brauche ich einen Heiler hier. Damit sie nicht verreckt. Aha. Zweigen die schon wieder, weil eine Nachteil-Einheit ist. Ey. So, irgendwie kommen wir hier durch. Sehe ich gerade. Mal da durch. Da kommen jetzt auch ein paar Leute, ne? Na toll, Tifa ist schon wieder kaputt. Oh mein Gott. Ey. Oh mein Gott, die Schwierigkeit in diesem Spiel, ne? Mit dem fertig. Oh. Er hört ja auf, einfach mal hier durchzurennen, immer die ganze Zeit. So, du musst sterben. Du auch. Ja, wir werden das schon schaffen, ne? So, ich muss ja durch, Leute. Ja, ich habe ja noch Elite. Boah. So, jetzt brauche ich einen Heiler hier. Weiß nicht, kommt da noch einer? Nee, ne? So, Cloud, du musst jetzt hier durch und alles kaputt hauen. Sehr gut. So, jetzt alle auf ihn. Alle auf ihn. Eine Liedstürme, bitte. Dann schaffen wir das. Komm. So, Liedstürme.
Oh, der kaputt. Ah, oh, nein, nicht auf meinen Heiler. Komm schon. Oh, das schaffe ich nicht rechtzeitig. Nein, komm. Oh, den kaputt. Warte mal, du hast jetzt ein anderes Ding. Warum? Oh, der ändert das die ganze Zeit. Ey, was soll ich denn dagegen machen? Der hat die ganze Zeit sein Dings geändert. Boah. Das ist voll unfair. Hey. Boah. Meine Güte. Kaputt. Diese Wölfe einfach ihr Kackbrich durchrennen, ey. Schießen kaputt. Ja. No. Wie der Schwierigkeit gerade immer so hoch steigt, ne? So, hau den kaputt, hau den kaputt. Ich weiß nicht, warum wir manchmal geheilt werden, manchmal nicht. So, die werden schon von den Dingern kaputt gehen. So, da kommt ein grüner. So, haut die kaputt, Mann. Na, ich wollte schon sagen, geh mal kurz zurück. Meine Güte, ey. Nein, noch nicht ganz zurück, den kriegen wir schon. Oh. So. Oh, jetzt gehst du mal da durch. Elite Kollege. Ah. Oh mein Gott, ey. Ich will nicht tiefer platzieren, aber hier sind gerade so viele Leute. Okay, kannst du mal bitte ein bisschen überleben tiefer? Da kommt hier die ganze Zeit. Boah, das gibt's jetzt schon wieder nicht. Die ist schon wieder am Frecken. Ah, der erste Turm ist kaputt. Komm. Mach den kaputt. Ah, 60 Sekunden noch. Ah, wir sind auch hier. Nein. Blau, 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 blau. Oh, gehst du weg? So, den kriegen wir so, ne? So, das ist nur er übrig. Komm. So. Warte mal, also in allen verschiedenen Farben gehen wir jetzt hier rein. Habe ich irgendwelche Elite? Nö, doch, hier. So, das Ding kaputt. So, jetzt haben wir hier mit Cloud rein. Wir haben noch 26 Sekunden. Wie soll ich das zeitmäßig schaffen? So, alle Farben rein da. Ich werde jetzt mal ändern, wenn der irgendwie angegriffen wird. Haut den kaputt, haut den kaputt. Haut den kaputt, das darf jetzt nicht wahr sein, ne? Komm schon. Ach komm schon, das ist doch voll. Boah. Das ist doch voll dämlich, ey. Boah. So eine Sekunde noch, das gibt's jetzt nicht, Mann. Ah, jetzt gehen wir ja mit Elite rein, ist mir egal. Meine Güte, ey.
gibt's doch jetzt hier nicht, ey. Oh, jetzt wird er ja von allen Seiten angegriffen. Na, guck mal, wie die Kackfrüchte hier durchrennen, ne? Ja, ich kümmere mich nicht um die, mein Dings wird das schon schaffen. Ach, oh Mann. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Eine Güte, ey. Und die Heiler habe ich zwar für übrigens nicht so. Oh mein Gott. So, gehen wir direkt hier rein mit Cloud. Stürmen wir ja voll durch jetzt. Ich weiß nicht, was dieses Schild ist, der ja eingesetzt wird. Wer macht das Ding kaputt? Wie tut der einsame Schütze hier die ganze Zeit überleben? Na toll, Cloud ist weg. Bin wieder dran. Was soll ich denn ja machen, Mann? Ich komme jetzt auch auf der linken Seite. Ich gehe jetzt einfach hier noch durch. Mann, hör doch mal auf. Da haben wir nur so wenig Zeit, Mann. So, der wird nie im Leben das Ding hier rechtzeitig erreichen. Nein, jetzt ist doch mal gut. Ey, wie soll man das schaffen? So, ja, haut das Ding kaputt. Oh, jetzt kann ich da keine Leute platzieren, weil da. Boah. Wie soll ich das schaffen? Also möglich. Was geht und haut den kaputt. Der Typ wird halt nie im Leben erreichen, ja. Ne, ich brauche den gar nicht. Beachten. Ja, schaffe ich nicht. Ey, was soll das? Ey, das ist so extrem schwierig, Mann. Ja, den brauche ich gar nicht beachten, ja. Mann, komm. Gibt's doch nicht, Mann. Naja, kann ich vergessen. So, neue Strategie. Ich habe gesehen, auf der linken Seite wird fast gar nichts gemacht, ne? So, wir gehen jetzt hier hin. Wenn man erstmal Elite verteidigt, ja, das hat funktioniert. Dann gehen wir hier, packen wir einen roten hin. Irgendwann noch einen Verteidiger gehen. Wir müssen einfach nur hier voll viele Leute hinpacken. So, dann packe ich hier noch einen Schützen hin, das hat auch funktioniert. Ne, die haben voll lange überlebt. Boah. Na, mein Verteidiger bitte. So, wieso funktioniert das jetzt nicht? So. Welche Seite kommt schon? Der greift uns hier schon an. Der, was soll ich denn dagegen machen? Ey, bevor ich da überhaupt hinkomme. Ich kann da gar nichts gegen machen, Mann. Boah, ich muss Tifa und Cloud beide gleichzeitig platzieren, habe ich so Gefühl. Oh, schaffst du den? Ja, ne.
Der eine Typ wird uns nie im Leben erreichen. So, jetzt habe ich beide. Das stimmt einfach auf der rechten Seite hier. Kannst du den mal kaputt hauen? Meine Güte, ey. Ja, was zum Teufel ist hier los? Mein Gott, ich wollte den da oben bei Gilgamesh platzieren. Jetzt geh nicht kaputt, Mann. Der greift die jetzt schon an. So, all meine starken Kollegen jetzt auf der rechten Seite. Links ist vollkommen egal. So, nein, geh weg. Lass den. Nein, ignoriere den. Oh. So, jetzt haut den kaputt. Ja, du musst ihn kaputt hauen, damit ich da oben Leute platzieren kann. Nein, geh nicht auf meine Heiler, ey, ganz ehrlich. Komme nicht durch, Mann. Wie soll ich den erledigen? Das schaffe ich wieder nicht, ey. Das gibt's. Boah, ist so frustrierend. Hey, da werde ich schon wieder nicht schaffen. Los, haut den kaputt. Ja, jetzt mal, wenn ich die Schwäche aussetze, ich krieg den schon wieder nicht. Komm schon, das ist voll unfair. Was soll ich ja machen? Das ist unmöglich. Ey. Ich mach doch schon so stark wie möglich hier. So, irgendwie tiefer bringt es irgendwie gar nicht. Ich folge immer so schnell. So, ich brauche offensiv anscheinend. Ja, bitte. Was soll ich denn hier machen, Mann? Na, no, blau. Man wird unendlich lange das Ding. Ja, wenn ich jetzt sehen könnte, wo er hinschießt, ne? Erzähle ich mal hier in, damit du ja von dem Ding abgeschossen wird erstmal. So, machst du auch an mir Schaden? Nee, gut. Na, gehst du mal hier hin. Ah. Auf der rechten Seite kommt ein blauer. Ein grüner. Boah. Warum ist mein Turm schon wieder kaputt? Ich hab doch... Boah, ey, hier ist Spiel auf einmal. So, treffe ich das Ding ja? Ich weiß es nicht. Oh nein. Nein. Rot. Geh nicht auf die Steinschleuder. Aber ich treffe das Ding, sehr gut. Oh, und damit treffe ich das Ding. Was sage ich denn? Nein! Komm schon. Ich habe doch 3 Punkte. Ich habe keine Elite-Schütze mehr. Nein. Kipps da jetzt einfach nicht, ey. Boah. Hey, was ist das? Ja, und nun?
Kriegst du wieder mit? Nee, ne? Doch. Jawohl, der hat die alle getroffen. Ja, das schaffe ich zeitmäßig wieder nicht. Das Ding, das versauert jetzt hier, ist klar. Nein, heil dir doch. Geh auf ihn los. Oh mein Gott, ich drehe gerade durch. Das ist unmöglich. Wie soll ich das schaffen? Das ist ein bisschen zu krass hier gerade. Der ist immer noch am Leben. Und die gehen jetzt erstmal durch den linken Turm. Ja, weil soll ich doch das ist ein bisschen, gib mir doch mal 50 Sekunden oder so 20 Sekunden mehr Zeit, Mann. Gibt's da jetzt einfach nicht, Mann. Dann guck mal, wie lange der hier. Boah, ey, Junge. Ich weiß nicht, wie man das schafft. Das ist unmöglich. Ich habe gesehen, man kann da auch leicht nochmal machen. Ich muss auf leicht spielen. Also, das geht nicht anders. Schwierigkeitsgrad leicht. Ja. Das geht ja nicht. Also, ist so möglich. Ich habe jetzt dreimal versucht ungefähr, ne? Mann. Gibt's da jetzt hier nicht, ey? Boah. Aha. Wieder einfach ja kackbrich durchrennt, das ist voll unfair. Oh mein Gott, die haben den mit einem Schlag erledigt. Ich würde mal gerne durchgehen. Der greift dir schon von da aus an. Ey, das gibt's jetzt einfach nicht. Puh, was soll ich dagegen machen? Die sind schon wieder alle weg. Ey, Junge, ist doch mal gut. Was ist das für ein Sprung an Schwierigkeit auf einmal? Ja, mein Highlight ist weg, cool. So, wenn ich jetzt hier Barrett platzieren, trifft er auf den Turm, ne? Oder auch, ich weiß es nicht. Was war hier? Jetzt hier auf die blöde Steinschleuder, die mir nichts gemacht hat für Cloud. So, jetzt haut den kaputt, Mann. Hier, Steinschleuder, geh auf den los, ey. Geh nur durch, Mann. Okay, wir haben deutlich weniger Einheiten auf einmal gehabt, ne? Oh mein Gott. Ich glaube, wir wollen euch das bald schaffen. So, ich muss das noch mal auf schwierig oder so machen, ey. Auf einen höheren Schwierigkeitsgrad oder was auch immer. So, ich hau dich jetzt hier mit dem blöden Steinschleuder kaputt, wenn er sein muss. So, diesmal schaffen wir das, ey. Meine Güte, ey. Boah. Oh, wer das Spiel sagt mir, ich muss auf einen normalen Schwierigkeitsgrad noch mal schaffen. Jawohl, Folter.
das wohl für uns? Ach, der Traum von Freiheit. Aber wenigstens konnten wir zum Schluss nochmal alles geben. Es war uns eine Ehre. Ja, stimmt. Hat Spaß gemacht. Danke für diese unvergesslich tolle Zeit. Ja. Hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal wieder. Oh mein Gott, der hat mich so viel mehr Nerven gekostet, als es eigentlich sein sollte. Werd euch ganz bestimmt nicht vergessen. Die für DLC war nicht mal annähernd so schwierig mit Ford Condor. Yeah. Die Welt von Frau Condor hat sich zusammen mit den Daten des Obersts aufgelöst. Leider konnte ich nicht herausfinden, wer hinter ihm steckt. Verstehe. Gilgamesh. Wir werden sie wohl nie wieder treffen, was? Überlass das mir. Wow. Ich habe mir da schon etwas ausgedacht. Wir haben Gilgamesh gesehen, doch den werden wir sowas von treffen. So viel für sie tun kann wie ihr Oberst. Ich präsentiere euch Frau Condor Version 2. Das Spiel basiert auf dem Kampfsimulator und nutzt seine Rechenkapazität. Oh mein Gott, ich muss dieses nochmal machen, ne? Dadurch wird den Einheiten ein freies Denken und Handeln ermöglicht. Wenn es denn das ist, was sie wollen. Frau Condor und einen Missionsmodus hinzugefügt. Nur 10, wenn du eine Herausforderung suchst. Ich muss das dann nochmal machen, ne? Beim nächsten Mal wohl noch an uns erinnern? Hier, pass gut auf die Protosubstanz auf. Und lass sie dir ja nicht abluchsen, verstanden? Nicht so wie ich vorhin. So, boah, das hat mich ein bisschen mehr Stress gekostet, als es wert war, habe ich so ein Gefühl. So. Gehen wir wieder so eine... Kommandant von Ford Condor, okay. Was sehen wir jetzt? Wieder Gilgamesh, irgendwas? Oh. Oh, diesmal sind wir hier. Ist das hier? Utai. Zwischen Raum und Zeit. Wandernde Seele. Auf einer Brücke. Brücke? Der Oberst? Du hast da etwas, das mir gehört. Gib es zurück! Du kannst diese Macht nicht begreifen, geschweige denn beherrschen. Vergiss es. Dann muss ich es mir wohl mit Gewalt holen. Oh, Battle on the Big Red. Ich hör's schon. Nur etwas epischer und langsamer. Ich habe sofort gesehen, dass du ein würdiger Gegner bist. Das heißt dann wohl... Taktischer Anzug. Ich wollte schon sagen... Wären unmöglich schon jetzt gegen den kämpfen. Ich weiß bis jetzt übrigens heute immer noch nicht so, soll Gilgamesh eigentlich ein ernster Charakter sein, der halt nur ein bisschen lustig ist, oder ist halt einfach nur so ein Trottel, der irgendwie, weil er wird immer auf so komische Weise irgendwie dargestellt, aber ich weiß nicht, ob der in Wirklichkeit eigentlich so ein Typ ist, der es voll drauf hat oder nicht. Chatley. Geht's gut. Keine Sorge. Natürlich. Tut mir leid. Ich habe kurz die Fassung verloren. Bist schon ein bisschen verknallt in ihn, was, Chatley? Ich registriere eine Welle der Frustration in mir. Ausgelöst durch deine Neckerei, Barrett. Egal, was passiert. Ich komme schon klar. Mach dir also keine Sorgen. Okay. Vor der nächsten Erkundungstour werde ich aber die Sicherheitsvorkehrungen verstärken. Alles klar.
Protosubstanz des Obersalten. Alles klar. Und hier ist jetzt irgendwie was Neues. Ich soll ein 4 vom Fort Condor spielen. Schieß das Minispiel Missionsmodus ab. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Wird irgendwo registriert, wenn ich mir jetzt so anschauen kann. Was ist ein Kampfsimulator irgendwas? So, 0 von 1. Ja, was ist ein Missionsmodus, muss man schon sagen. Guck mal. Lass mal einfach, lass mich mal gucken. Kann ich da irgendwie was sehen, was ich da machen muss? Ich werde da jetzt nicht mehr machen, aber muss mal schauen. Einer demoralisierten Kondor-Armee. Die Kampfwort der Shinra-Truppen ist verändert. Und der Schiff ist eine Aufgabe erheblicher Schwert. Aber da unten links kann ich immer noch auf einen leichten Schwierigkeitsgrad. So. 1800. Was ist jetzt der Unterschied zwischen jetzt normalen Dings? Sind meine Einheiten dann schwächer oder was? Ich weiß nicht, was hier der Unterschied ist. Ich sehe ja keinen Unterschied. Na gut. Mach ich vielleicht offscreen. Mach ich offscreen. Oder irgendwie, keine Ahnung, ich sehe jetzt hier nichts. Ich muss einfach noch mal machen, ne? Nehme ich mal an, kriege ich dafür irgendwas? Hm, weiß nicht. Schließt das Minispiel im, ja. Na gut, was ich da machen werde, ist jetzt, ich werde beim nächsten Mal hier die VR-Mission noch mal machen, ne? Ich werde nochmal, weiß nicht, hier die, ja, die VR-Mission machen und ja. Dann schnappen wir uns den Seelenschinder, ne? Und dann sind wir in Junon fertig, ne? Cool, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.